Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute wieder aus unbekannter Umgebung. Ich befinde mich gerade in Portugal, in Lissabon. Sind wir in Lissabon noch? Ich glaube ja, im Mr. Big Evolution Gym, genauer gesagt im Posingraum. Denn am Sonntag ist wieder Wettkampfzeit für meine Profis, für die liebe Nadine und für Birgit und auch für Lukas in der Classic Physik. Und wir wollen euch natürlich nicht auf die Folter spannen und euch vorab einen kleinen Einblick geben, wie die beiden aussehen. Kleines Fazit zum letzten Wettkampf in Alicante. Ich war extrem zufrieden mit dem Look, den Nadine gebracht hat. Dementsprechend haben wir versucht, das Paket hier quasi zu übertragen. Wir sind ein bisschen leichter, sie ist ungefähr ein Kilo leichter. Haben wir einfach geschaut, ob das Volumen das Ganze mitmacht, und sie hat nichts an Muskulatur verloren. Ein Ticken schärfer geht immer. Und Birgit ist ein ganzes Stückchen leichter, die ist 2,5 Kilo leichter, denn da musste tatsächlich an der Rückseite noch ein bisschen was weg. Und ob wir das geschafft haben, wie das Paket am Sonntag ist, ist natürlich nochmal eine andere Sache, zeigen wir euch jetzt. Aber bevor es losgeht, an dieser Stelle ein bisschen Erwerbung. Ihr seht hier dieses wunderschöne, sommerlich farbende, ich weiß gar nicht, was ist es? Ein Aprikot. Ein Aprikot, ja. Nordsport hat ein Restock, wir haben unsere Basic Line erweitert und die liebe Nadine hat die zweite, frische, neue Farbe am Start. Und zwar Mint. 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 Beide Shirts könnt ihr ab Sonntag auf nordsport.shop erwerben. Wir haben auch einen Restock von allen unseren anderen Größen der Basic Line. Und das Ganze gibt es nicht nur im Oversize Fit, sondern auch als Muscle Fit für die Leute, die es ein bisschen enger an den Arm mögen. Und jetzt genug mit Werbung, auf geht's. Nadine ist die Erste. Okay, das heißt, ich muss leider dieses Nordsport-Shirt. Pack mal's! Pack mal's. Machen wir. Mit dem Walk angefangen, die Einzelpräsentation. Das sieht von unten nicht fett aus. Nee. Film, mal lieber. Von oben ist besser. Von oben. Wir gehen jetzt gleich noch mal einmal die Vierteldrehung durch. Nadine ist natürlich jetzt komplett entladen, leer, aber ihr seht, es ist tatsächlich noch mal ein bisschen härter. War ich mir gar nicht sicher, ob das möglich ist, weil Nadine hat ja vor drei Wochen wirklich schon enorme Härte an den Start gelegt, aber die ist irgendwie noch streifiger geworden. Wir zeigen euch noch einmal die Vierteldrehung. Die wirken natürlich nachher geladen ein bisschen besser, weil einfach die Linie besser wird, wenn ein bisschen mehr Fülle drin ist. Aber die Härte könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal zu Gemüte führen. Und dann geht's mit Birgit weiter. Warte. Steht gut. Hä? Steht gut? Ja. Bei Nadine einfach so eine Stärke, dass er auch so gut zu sehen ist, und auch so kommt die Schulter ein bisschen besser raus.
Herzen genommen, den Gluteus nicht so stark anzuspannen. Bitte hier nach rechts. Sehr schön. Und Frontansicht. Alles an allem ein bisschen härteres Paket und ein paar Anpassungen. Vorsehen, nachdem wir uns Feedback von den Judges in Alicante geholt haben und dementsprechend werden das sehr gute Chancen, denke ich. Alright. So. Next. Dankeschön. Engine New. Ach nee, das ist ja nicht New, oder? Wirklich krass verbessertes Paket. Linie ist nach wie vor natürlich unschlagbar. Birgit hat quasi keine Schwächen muskulär. Einzige Problematik, die Birgit mitgebracht hat, kannst du mal da, mach das mal nochmal, film mal in den Spiegel rein. Ja. Jetzt sehen wir auch hier, wie bei der Linie ist der Gluteus komplett durchgestreift. Das einzige Problem, was Birgit ein bisschen mitbringt, ist, du hast einfach ein bisschen viel Haut so an der Unterinnenseite vom Gluteus. Das ist vielleicht auch dem Alter geschuldet, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sind wir viel, viel fettfreier. Ich denke, das ist dein härtestes Paket, was du bis jetzt überhaupt gebracht hast, mit der meisten Muskulatur. Und dementsprechend, es war in Alicante schon eine sehr, sehr knappe Nummer, bin ich bei beiden Mädels fest davon überzeugt, dass eine Olympia-Qualifikation drin ist. Da wird auch nichts mehr verrutschen, wir gehen kein Risiko ein. Ich weiß, wie beide schon reagieren aus Alicante, dementsprechend wird da auch kein Risiko gefahren. Und ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Bleibt gespannt, es werden weiter Videos ohne Ende hier und auch auf dem BigZone-Kanal rausgefeuert. Heißt, lasst auf jeden Fall ein Abo hier und auch auf dem BigZone-Kanal da, wenn ihr up to date bleiben wollt, was Mr. Big Evolution am Sonntag angeht. In diesem Sinne, denkt an den Nordsport Drop am Sonntag. Unterstützt uns alle mit unseren jeweiligen Athletencodes bei BigZone oder auch bei HPN. Und in diesem Sinne, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Winket. Drum winket.